Okay. Mal sehen, was jetzt kommt. Einen schönen guten Tag, Gaidaria. Und was für ein schöner Tag es ist, um zu arbeiten, nicht wahr? Dieses Mal haben ein paar übermütige Piraten ein Handelsschiff überfallen, sich mit einer Ladung Musketen aus dem Staub gemacht. Nun, da es nicht gerade gesetzestreu ist, sich über eine Limse Schiff herzumachen, haben sich die Gelbjacken die Kollegen geschnappt, noch ehe ihre Stiefel wieder trocken waren. Sie haben die Piraten direkt an den Docks festgemacht, aber von den gestohlenen Waffen fehlt jede Spur. Vermute, sie wurden mit einem Beiboot fortgeschafft. Also wurde unsere Gilde offiziell mit der Wiederbeschaffung der Musketen beauftragt, was natürlich nicht nötig war, da wir uns der Sache gemäß unserem Kodex ohnehin angenommen hätten. Also, hier ist deine Aufgabe, Mädel. Finde heraus, wohin die Waffen gelangt sind. Beschaffe die Lieferung wieder. Da die Schlägertypen, die den Händler überfallen haben, bereits hinter Gittern sitzen, wirst du deine Dolche diesmal stecken lassen können. Ich möchte, dass der Job schnell und lautlos über die Bühne geht. Und ich habe die perfekte Partnerin, die dir zeigen wird, wie das geht. Dies hier ist Vikebe, die Streunerin. Es gibt keine anderen Schurken, der es mit ihr im Schleichen aufnehmen könnte. Sehr erfreut. Gibt es ein Problem, Vikebe? Du scheinst nicht ganz auf dem Dampf zu sein. Ich habe einen riesen Kohldampf. Ich hatte mir extra ein Sandwich beiseite gelegt. Du weißt schon, die aus dem Bismarck mit dem leckeren Eiersalat. Als ich von der Arbeit wieder kam, war es verdammt nochmal weg. Oh, das war von Vikebe. Ich dachte, das wäre von Leichtfuß. Nun, warum kümmerst du dich nicht einfach um den Job? Ich werde inzwischen schauen, ob ich das verschwundene Sandwich irgendwo auftreiben kann. Alles klar, Jack. Ah, eine Sache solltest du noch wissen. Die Musketen waren auf das Arsenal der Gelbjacken gedacht. Waren für das Arsenal der Gelbjacken gedacht. Wenn du sie findest, kannst du sie also einfach bei einem der ihren abliefern. Wenn du soweit bist, können wir aufbrechen. So, Umrandessen, sehr gut. Eine Kollegin von mir hat die Lauscher aufgesperrt, um etwas herauszufinden, das uns helfen könnte. Ich schlage vor, du schaust zunächst einmal bei ihr vorbei. Du findest sie im Wasserglas. Sie gibt dort als Fischhändlerin aus. Okay. Also ich wäre soweit. Restlichen Nebenklassenquests kann ich danach weitermachen. Weil ich glaube, hier bei der kommt dann nämlich auch eine Gruppendings. Stufensteigerung. Ja, schmeiß rüber. Schmeiß rüber. Schön. Naja. Haha. Böse und gefährlich. Böse und gefährlich ich bin. So. Dann marschiere ich einmal schon mal nach draußen. Okay, dann müsste ich einmal zur Achterburg. Oder auch nicht. Gut sein. Ja, Gott sei Dank. Sehr schön.
Sehr schön. Wenigstens mal kein Destasha als erste Indie für eine Klasse. Wäre sonst auch sehr unheimlich geworden. Ich hätte jetzt die letzten Mal immer Destasha als erste Indie. Stufe 17. Ja, Inis werde ich heute wohl einige laufen. Das nur damit ich auf 44 komme. Na gut, 45 wäre wahrscheinlich besser. Die einzige Klasse, bei der ich nicht bei 50 stoppe. Und ob ich dann mit der Klasse Custom laufe, ist dann die andere Sache. Könnte sein, dass ich das auch mit der anderen mache. Will ja nicht übertreiben mit meinem Level. Da ist noch was. Oh, hi. Und Stufe 19. Ich habe eine neue. Hier ist eine physische Attacke aus. Okay.
Sehr schön. Gut, will ich wissen, welches Level ich gleich habe? Will ich wirklich gleich wissen? Ich habe Fragen. Aber gut. Naja, brauche ich nicht, wenn ich jetzt nicht dran denke, den LB zu ziehen. Passiert. Will ich wissen, welches Level? Okay. Kitty, das ist Wahnsinn. Das ist einfach nur, das ist doch nicht normal. Die 25. Unglaublich. Ja, gut. Dann kurz Klassenquest. Ein bisschen was zum Aufholen. Dann wäre... Welche Indie wäre denn dran? Totorak. Totorak wäre dann dran. Der Mensch muss das Kleid hat, aber wirklich, ey. Aber wirklich. Hallo, meine Dame. Wir haben Karpfen und Forellen, Hummer und Garnelen. Aber ich habe gehört, dass du auf der... Iron! Aus! wo war ich denn jetzt? Aber ich habe gehört, dass du auf der Suche nach einer ganz bestimmten Sorte Fisch bist. Der langen, glänzenden, deren Brüllen einen ausgewachsenen Mann umhaut.
Die Sorte verkaufen wir hier nicht, aber du kannst es ja mal bei den Händlern von außerhalb versuchen. Wie hießen die noch gleich? Ach ja, die Schattenhändler. Sie stammen von den Inseln der südlichen See. Sind bekannt dafür, mit allerlei fragwürdigen Waren zu handeln. Ich sollte dich jedoch warnen. Die Leute werden nicht gerne nach der Herkunft ihrer Waren gefragt. Genau genommen handeln sie bevorzugt mit Gütern, die vom Boot gefallen sind, wenn du verstehst, was ich meine. Aber wenn du noch immer Interesse an diesen seltenen Fischen hast, solltest du dich beeilen. Der Schattenhändler, der in Limsa Halt gemacht hat, ist dabei, seine Waren zu verstauen, um die Stadt zu verlassen. Wie genau er seine Waren transportieren möchte, ist mir jedoch ein Rätsel. Leider wird seine Operation von zahlreichen Söldnern beschützt. Daher ist es nicht leicht für ein Mädchen, nah genug heranzukommen, um zu schauen, was die Konkurrenz so treibt. Ich werde weiterhin meine Augen und Ohren für dich offen halten, aber vielleicht kannst du dir auch bei den anderen Bewohnern von Limsa etwas in Erfahrung bringen. Hier anwesend, vielleicht, naja, zumindest körperlich, ganz bestimmt. Oh Mann. Die Schattenhändler, wie? Nun, wenn einer ihrer Händler sich hier in der Stadt aufhält, wird schon irgendjemand etwas darüber wissen. Der Trick besteht darin, zu belauschen, ohne gesehen zu werden. Du warst überrascht, was die Leute so vom Stapel lassen, wenn sie sich unbeobachtet wehen. Wir konzentrieren uns auf Orte mit großem Andrang. Du sollst wie das Bismarck den Fähranleger und die östliche Handelsstraße vornehmen. Ich werde mein Glück an ein paar anderen Plätzen versuchen. Wir treffen uns vor der Gilde wieder. Denk dran, bleib versteckt, verhalte dich ruhig und sperre deine Lausche auf. Beim Bismarck, also da hinten. Gut. Boah, wie viele Klassenquests ich jetzt schon wieder nachzuholen habe. Das Nachholen der Klassenquests ist eigentlich immer das Schlimmste. Am liebsten würde ich das einfach alles überspringen, aber kann ich nicht. Pah, die verächtlichen Gesichtsausdruck dieses Kunden. Denkt er vielleicht, ich könnte die Kasserolle dazu bringen, schneller zu kochen, nur weil er bald ablegen muss? Weiß ja nicht, wie es in der Südsee zugeht, aber hier in Lemsalominsa wissen die Leute kulinarische zu schätzen, dass seine Zeit braucht. Komm schon, Taube, es gehört sich nicht, schlecht über Kunden zu sprechen. Nun, was habe ich als nächstes auf der Liste? Aha, noch ein Sandwich für die artigen Schwestern. Irgendwer dort mag wirklich gerne Ei. Okay. Da kann ich einfach direkt hier runtergehen. Also am Mittwoch mache ich auf jeden Fall wieder die Sammler. Da kommt dann der Minenarbeiter dran. Den knöpfe ich mir dann vor. Mal gucken, was danach kommt. Also ich glaube, ich mache tatsächlich ein bisschen länger FF. Dafür ein bisschen weniger Lotro. Ich habe eigentlich noch so viel in FF zu tun. Allein weil Main MMO. Das ist halt schwierig. Mal gucken. Ihr habt ein ausgezeichnetes Auge für Qualität, mein Herr. Wir haben eine ganze Reihe von Produkten aus ganz Eosea. Man kann schließlich nicht Linsalominsa einen Besuch abstatten, ohne ein paar lokale Spezialitäten zu testen. Wie wäre es mit einem frisch gepressten Lancer-Orangensaft? Oder vielleicht ist unser berühmter Salzdosch eher nach eurem Geschmack. So.
Eine Feuerstelle. Das hätte ich, würde ich natürlich gern behalten, die Feuerstelle. Huch. Inventar öffnen. Feuerstelle behalte ich auch. Genauso wie die Spiegelapfelkerne. Den Schlüssel. So. Einen habe ich dann noch. Schlagsahne. So, das nehme ich einmal. Das gebe ich einmal ab. Feste Sehne. Und den Barspeil hätte ich da einmal reinpacken können. Schnecke. Schratzsaft, Mullfleisch. Lammfilet. Lammfilet habe ich noch nicht. Sortiere ich einmal kurz. Hier ist noch die Hypogreifen-Sehne. Glockenpflaumen. Habe ich auch noch nicht. Das kann damit hin. Flügelchen. Fledermaus. Fledermausflügel. Blutgras. Stroh. Ich sortiere halt eigentlich immer so nach den Bilderchen hier. Okay. Biene kann da auch mit hin. Steinbockhaut. Knochenhaut. Kleiner Ironheitsfutter. Was gibt's denn? Mordeisen. Faktornadel. Buckei. Schlagsahne ist eine Zutat. Meeresfrüchte. Habe ich Holz noch irgendwo? Reissack und Gemüsepfanne mit Brühe. Sehr geil. Dann lass es dir schmecken. Ich krieg auch was mit Reis. riecht köstlich. Wie ist es? Geil. Ehrlich? Probieren? Ja. Schmeckt tut's auch gut. Hey, das ist aber eine lange. Schmeckt aber lecker. Hat der Frische gut gekocht. Guten Hunger, Iron. Danke, Iron. Ihr gibt Schlipperibbe mit Reis. Geil. Will so aus Resten haben. Ja, nur die Bohnen sind sehr heiß. Hat noch was. Hier ist Porree. Zwiebel. Bohnen. Bohnen. Reis.
Reis. Und irgendwas Tomatiges. Moorrübe. Worüber? Damit drin. Achso. Ein bisschen Fleisch. Der Hühneraufschnitt. Ah. Echt? Waschmittel? Ja. Ananas Chili. Mein selbstgemachtes. Ja. Ananas Chili Soße. Knoblauch. Mhm. Ein bisschen Thymian. Sehe ich. Hasch. Oh. Und einfach nur Tomate. Stückige eingemacht. Das war's. Und weiter. Ich wollte erst noch fragen. Mein Schatz macht das erste Mal was ohne Fleisch. Ja. Deswegen dachte ich schon so. Okay. Ich sehe da jetzt keinen Sinn. Ach. Ich habe da Fleisch mit reingemacht. Nicht viel, aber ein bisschen. Also ich glaube, ich habe zwischenzeitlich was gesehen. Das da könnte. Bin mir aber unsicher. Nee, doch für Fleisch. Ja. Porri ist hier. Ja. Schmeckt echt gut. Mhm. Kannst du was von abhaben? Ab oben, ja, die ganze Pfanne. Oh. Aber nicht zu sehr in die Pfanne reinlegen. Okay. Gehst du schlafen? Okay, dann gute Nacht, mein Schatz. Ich dich auch, mein Schatz. Wahrscheinlich. Ja. Dann gute Nacht. Ja, ich auch. Ist das auch gut? Ja. Hey. Hey. Du musst die Nacht reichen. Monster mit. Ja. Ganz viele Mitterlinge. Liebe dich. Dankeschön. Essen. Das Messerchen kann ich wegpacken. Das brauche ich erstmal noch nicht. Achso, was hatte ich hier? Sowas hier, ne? Reagenz. Hier wollte ich ja nur Zutaten reinpacken, ne? Meeresfrüchte kann ich eigentlich auch mit reinpacken. Nur was mache ich mit den Reagenzen? Wo packe ich die denn komplett hin? Und ich packe die da auch mit rein. Was habe ich hier drin? Und hier habe ich die Meeresfrüchte. Okay, warte, dann nehme ich hier mal die Meeresfrüchte raus. Packe ich dann nämlich einfach zu dem anderen mit hin. Das ist eine Zutat. Und eine Reagenz. Das kommt auch woanders hin. Oh ne, warte. Dann mache ich hier die Reagenzen einfach rein. Hier sind nämlich auch schon welche. Das nehme ich einfach erstmal alles mit raus. Sortieren. Reagenz, Reagenz. Das Verschiedene packe ich mal woanders hin. Reagenz. Reagenz. Die Dinger hier packe ich auch wieder woanders hin. Ja, ich muss hier erstmal wieder alles sortieren. Meeresfrüchte. Die hier kann ich ja trotzdem zum Kochen verwenden, eigentlich. Warte mal, einmal wegschicken.
Dann einmal hier hin. Tieren. Kalu-Wolle. Das ist eine Zutat. Dann kommt hier Stoff mit hin. Das sind auch Zutaten. Dann kommt hier dafür Holz hin. Hier kommen dann die Hörner weiterhin. Bombeasche, Granatasche. Baustein kommt auch mal mit zu den Reagenzien. Der kommt da mit rein. Das ist eine Zutat. Dann kommen hier dafür die Federn rein. Das kann ich verkaufen. Und den Rest lasse ich erstmal so. So. Wunderbar. Was habe ich denn hier nochmal drin? Damit rein. Das packe ich auch mal mit da rein. Und das kommt da mal mit hin. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was ich damit anstelle, aber das kommt erstmal dahin. Fischergilde. Dann wieder verstecken. Abi, hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend dir. Alles gut bei dir? So. Bei mir auch. Ich habe was zu essen. Wir spielen FF. Also, besser kann es gar nicht laufen. Mein verdammtes Pflichtbewusstsein. Wäre ich nun mal auch auf ein Gläschen in der Sorge geblieben, anstatt frühzeitig hier zurückzukehren. Jetzt muss ich diese Bestechung mit ansehen. Und dann auch noch mein Hilfskapitän. Frage mich, was das für ein Händler war. Ein Schmuggler? Sehr wahrscheinlich. Sollte ich die Sache den Gelbjacken melden? Aber was, wenn ich beobachtet werde? Ich könnte mit dem Gesicht da unten im Hafenbecken treiben enden. Okay. Ich glaube, gleich kommt eine Einzelquest. Einzel-Ini. Willkommen zurück, Adaria. Ich hoffe, dein Herumgeschleiche war erfolgreich. Du magst ja den, ein Todesengel mit Dolchen sein, Mädel, aber ein Schurke, der die Schatten nicht zu schätzen weiß, findet in der Regel ein frühes Grab. Mit der Schleichen kannst du deine Nase in vielen Dinge reinstecken, ohne dir dabei Ärger einzuhandeln. Oder du kannst dich dadurch in eine gute Position für einen Überfall bringen. Sobald du jedoch entdeckt wirst, ist der Spaß vorbei.
Das Verstecken dient dem Verbergen und der Ablenkung. Aber wenn jemand erstmal weiß, wo du bist, kannst du nicht so einfach wieder verschwinden. Aber genug von meinem Geschwätz. Was konntest du über unseren gesuchten Händler in Erfahrung bringen? Er hat einen fairen Kapitän bestochen, wie? Nach dem, was du vorher der Köchin in Bismarck erfahren, von der Köchin in Bismarck erfahren hast, wird er wohl bald wieder aufbrechen. Das stimmt mit meinen eigenen Nachforschungen überein. Er hat sein Gästezimmer bereits verlassen und seine Rechnung vollständig beglichen. Da es sich um einen Händler handelt, können wir noch davon ausgehen, dass wir nicht ohne seine Ware dass er nicht ohne seine Ware abreisen wird. Also, hier ist der Plan. Wir warten darauf, dass er seine Güter am Steg ablädt. Dann schleichst du dich hin, um dir die Schusswaffen zu krallen. Ich hoffe, wir können den Job lautlos über die Bühne bringen. Aber es schadet nie, auf das Schlimmste gefasst zu machen. Klingt, als hätte er eine kleine Armee von Söldnern angeheuert. Kitty, wollen wir die Indie jetzt machen oder danach? Dann würde ich sagen, jetzt. Habe ich es hinter mir. Totorak. Muss er so oder so leiden. Naja, in den Kommandos wollte ich mal reingucken. Okay. Davon Fertigkeiten. Was kommt beim Mönch noch? Ich habe mir das nämlich noch nie genau angeguckt hier. Alter, was da noch alles kommt. Gut, die sind ja eh nicht anlegbar. Alter. Mhm. So. Weil, da kann ich nämlich einmal kurz die Silfen machen. Nächste Fuhre Sülfen steht an. Glaube ich. Ja. Bin ja bei 90 von 150. Also Mittwoch geht's dann ab. Kommt dann die nächste Stufe dran. Eventuell mache ich Mittwoch auch ein bisschen länger. Mal gucken. Bin ja allein zu Hause. Dann will ich wahrscheinlich, nachdem ich also auch wieder so um 12 anfangen, denke ich. Nach Mittag. Mal gucken. Ah ja, Kampfmaschine, okay. Da muss ich einmal zum Gehilfen und muss ich einmal das abgeben. Also abholen und abgeben. Und so habe ich nämlich. So. Ich porte einmal, das ist günstiger. Dauert länger, aber ist günstiger.
könnte rein theoretisch auch schon mit den anderen Dingen anfangen. Aber, naja. Ich will immer erst so einen Silphenstamm nacheinander machen. So geht ja nur bis zu einer bestimmten. Dann geht es erst weiter, wenn ich alles andere habe. Egal. Ich will mit den Storys nicht durcheinander kommen. Passiert mir nämlich leicht. Hier. Gut, dass ich mir den noch geschnappt hatte. Dann kann ich auch einmal gucken. Mhm.